Ja, letztes Jahr war im Buchcamp, da war ich das erste Mal und das hat mich total begeistert, wen ich da alles kennengelernt habe. Also ich bin Geisteswissenschaftlerin, habe Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft studiert und arbeite im Lektorat und habe auch in Foreign Rights gearbeitet. Und beim Buchcamp hatte ich den Eindruck, ich habe ganz neue Menschen kennengelernt, ganz andere Menschen aus anderen Bereichen, die eher Schwerpunkte haben, Social Media oder Website-Entwicklung. Und das fand ich sehr faszinierend. Also ganz andere Typen und auch neue Ideen und neue Lösungen. In unserem Projekt geht es vor allem um ein Netzwerk der Kreativen, also ein Netzwerk für kreative Menschen, wie Xing für Kreative sozusagen. Und der Mehrwert ist, dass die Kreativen ihre Projekte schon vorstellen können. Das richtet sich an Publishers im weitesten Sinne, haben wir gesagt, die auf der Suche sind nach neuen Partnern, die man im Zeitalter der Entgrenzung der Medien, so nenne ich das immer gerne, auch braucht. Also für Enhanced E-Books zum Beispiel, Filmer, die Trailer machen oder Drehbücher schreiben können, also neue Partner finden und gleichzeitig für die Kreativen eine Plattform, sich selbst auch zu präsentieren. Ich finde, man muss genau hinschauen. Also die Buchbranche ist toll, weil sie besteht aus vielen tollen Leuten. Die Inhalte sind faszinierend, aber ich denke auch, man sollte den Blick auf andere Branchen richten, also gerade weil die Medien verschmelzen, weil auch andere Medienunternehmen quasi mit unseren Inhalten arbeiten, auch anfangen Bücher zu produzieren oder anders Geschichten zu erzählen, und ich denke, dass es wichtig ist, auch den Blick auf andere Branchen zu richten. Bei den jungen Verlagsmenschen bin ich gerade dabei, auch eine Seminarreihe bundesweit zu initiieren, dass man eben andere Branchenplayer auch kennenlernt. Das kann Google sein, Amazon oder in der Spielebranche, dass man da guckt, was machen diese Unternehmen, wie sind die erfolgreich und wie präsentieren die ihren Content. Ich habe das Gefühl, die meisten Trends oder die größte Inspiration oder wo wir immer hingucken, das ist dann, sind doch die USA. Da gucken wir ja immer ein bisschen, was wird bei uns demnächst kommen, Self-Publishing oder auch bei den Hörbüchern war das so. Und aus Richtung Frankreich verspüre ich jetzt nicht so diese Impulse. Gerade auch im Rechteverkauf tue ich mich ein bisschen schwer. Die Themen, die sind oft sehr französisch, noch sehr national. Da sind wir natürlich in Deutschland amerikanisierter und greifen eher die Trends auf, die aus den USA kommen. Und die Franzosen vielleicht von Deutschland, was hier wirklich toll ist, hier in Prototype ist ja auch eine Teilnehmerin aus Spanien und die sagt sowas wie das Forum Zukunft und das Buchcamp oder auch Prototype, das ist schon einmalig. Das gibt es in anderen Ländern nicht unbedingt. Und die ist jetzt quasi extra hier, um sich hier auszutauschen und Know-how zu bekommen. Und das ist vielleicht was der französische Buchmarkt adaptieren kann oder